Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Werbung in Windows 10 deaktivieren könnt. Microsoft macht ja kein Geheimnis daraus, dass man mit Windows 10 Geld verdienen will. Dabei sucht das Unternehmen einen Weg weg vom traditionellen Lizenzierungsmodell und hin zu einem modernen Abo. Was bei Office 365 und mit dem Xbox Game Pass ja schon wirklich gut gelungen ist, das funktioniert beim Betriebssystem einfach nicht so. Der Windows Store wäre eine gute Einnahmequelle, aber wenn niemand den benutzt, dann ist es halt blöd. Deshalb bewirbt Microsoft unterschiedliche Dienste in Windows 10, die den Nutzer in Richtung Abo locken sollen. OneDrive zum Beispiel ist Teil von Office 365 oder auch App-Empfehlungen finden sich an mehreren Stellen im System. Wir zeigen euch, wie ihr diese Dinge wegbekommt. Das OneDrive-Icon ist ein fester Bestandteil des Systems und wird im Explorer angezeigt. Außerdem gibt es regelmäßig Benachrichtigungen darüber, dass OneDrive noch nicht eingerichtet ist und dass ihr das endlich tun solltet. Wenn ihr OneDrive aber nicht nutzt, kann das nach einiger Zeit ziemlich lästig werden. Um diese Benachrichtigungen zu deaktivieren, öffnet ihr als erstes den Windows Explorer. Das geht auch mit der Tastenkombination Windows und E. Dann wählt ihr in der oberen Leiste Ansicht aus und navigiert ganz rechts zu den Optionen. Hier geht ihr dann nochmals zur Registerkarte Ansicht und deaktiviert das Häkchen bei Benachrichtigungen des Synchronisierungsanbieters Anzeigen. Das bestätigt ihr dann noch mit Übernehmen oder OK. Und ihr kriegt keine OneDrive-Benachrichtigungen mehr. Ich finde es interessant, wie das Microsoft hier in den Optionen ein bisschen verschleiert. Man sagt nicht OneDrive, sondern Synchronisierungsanbieter. Ebenfalls als störend empfinden manche Nutzer die Werbung am Sperrbildschirm, die sich auch ganz einfach deaktivieren lässt. Microsoft zeigt am Sperrbildschirm zwei Arten von Tipps, nämlich einerseits den Windows Spotlight-Hintergrund sowie App-Vorschläge und Tipps. Um diese zu deaktivieren, müsst ihr die Windows-Einstellungen öffnen, was auch mit der Tastenkombination Windows und I möglich ist. Dort geht ihr zu Personalisierung und dann links zu Sperrbildschirm. Hier ändert ihr den Hintergrund von Windows Blickpunkt auf ein Bild eurer Wahl und stellt bei der ersten Option den Schalter um. Da steht Unterhaltung, Tipps und mehr von Windows und Cortana auf dem Sperrbildschirm anzeigen. Wenn ihr das nicht wollt, einfach hier den Schalter umlegen, schon ist euer Sperrbildschirm wieder werbefrei. Als besonders lästig empfinden viele Nutzer die empfohlenen Apps auf dem Startbildschirm. Microsoft zeigt dir gelegentlich einen Vorschlag zur Installation einer App aus dem Microsoft Store an. Das soll Nutzer ein bisschen dazu bringen, den Store für ihre Downloads zu verwenden. Wer seine App-Liste frei von solcher Werbung halten will, der kann das ganz einfach tun. Öffnet hierzu die Einstellungen von Windows 10, navigiert zu Personalisierung und wählt im Menü den Punkt Start aus. Bei gelegentlich Vorschläge im Startmenü anzeigen, müsst ihr nun den Schalter umlegen und ihr bekommt keine App-Werbung mehr in der Liste eurer Programme und Apps. Na, hattet ihr auch schon mal so ein ausgelassenes Gespräch unter Freunden in eurer Lieblingsbar und dann sagt einer plötzlich: Leute, auf einer Skala von 1 bis 5, ich würde Windows 10 da sehr wahrscheinlich einem Freund oder Arbeitskollegen empfehlen. Hab gehört, das ist der Anmachspruch schlechthin. Ich weiß nicht, was sich Microsoft erwartet, aber normale Menschen führen im Regelfall keine Gespräche, wo sie sich gegenseitig Betriebssysteme empfehlen. Wenn ihr zu dieser Gruppe an Menschen gehört oder euch die Benachrichtigung ganz einfach nervt, könnt ihr sie wie folgt deaktivieren. Geht dazu in die Einstellungen und dann zu System. Hier wählt ihr links im Menü die Option Benachrichtigungen und Aktionen aus und deaktiviert zwei Schalter. Einmal den bei Nutzung von Windows Tipps, Tricks und Vorschläge erhalten und dann noch bei Windows Willkommenseite nach Updates gelegentlich nach der Anmeldung anzeigen, womit sich der Edge-Browser nicht mehr öffnen und euch die Neuerungen präsentieren wird. Das können wir besser. Oben rechts in der Infokarte findet ihr unser Video dazu. Windows 10 sendet gelegentlich auch Benachrichtigungen zu Office 365, besonders dann, wenn ihr noch kein Abo habt. Dafür ist allerdings nicht Windows 10 verantwortlich, sondern eine vorinstallierte App namens MyOffice. Wenn diese App bei euch installiert ist, geht ihr zum Startmenü, scrollt bei der App-Liste runter zu Office und deinstalliert diese App. Das geht ganz einfach über einen Rechtsklick auf die App und ist somit keine Kunst. Möglicherweise auch störend sind die App-Vorschläge in Windows Ink. Der Windows Ink-Arbeitsbereich ist bei Geräten mit Stiftunterstützung meistens standardmäßig in der Taskleiste zu finden. Hier findet ihr oftmals App-Vorschläge zu einigen Zeichen-Apps. Wenn ihr diese nicht haben wollt, müsst ihr die Einstellungen öffnen, dort zu Geräte und dann zu Stift und Windows Ink navigieren. Hier deaktiviert ihr den Schalter bei empfohlene App-Vorschläge anzeigen. So, das war's dann auch schon mit diesem Video. So könnt ihr die meiste Werbung in Windows 10 direkt über die Einstellungen deaktivieren. Die vorinstallierten Apps wie Candy Crush und was auch immer noch dabei ist, könnt ihr ganz normal über den Startbildschirm deinstallieren oder entfernen. Wir werden euch in einem anderen Video zeigen, wie ihr die vorinstallierten Apps wie Candy Crush für immer loswerdet. Denn diese kommen ja nach jedem Feature-Update bekanntlich wieder zurück auf euren Startbildschirm. Dafür ist allerdings ein kleiner Registry-Eingriff notwendig. Und nachdem wir hier nur die offiziellen Methoden zeigen wollen, behalten wir uns das für ein anderes Video auf, das aber schon in Kürze kommen wird. So viel von mir, ich danke euch vielmals fürs Zusehen und würde mich extrem freuen, wenn ihr uns ein Abo und einen Daumen hoch hinterlässt.
WindowsArea.de macht regelmäßig hochwertige Videos und Tests rund um das Thema Windows 10, Xbox und Surface. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.